So, hier sind wir wieder zurück auf unserem, ja, wie nennen wir es, TV-Table, Match-Table, Final-Table und was auch immer. Auf jeden Fall ein Billard-Table. Soweit würde ich jetzt nicht gehen. Ein Pool-Billard-Table. Und wir sind hier, haben ein weiteres Challenge-Match zwischen Efren Reis und Christian Brehme. Und mit mir in der Box, ihr habt es schon leicht gehört, Tobias Heuss. Ja, ich konnte mich nicht vom Mikro trennen. Jetzt bin ich nochmal hier. Genau. Und ja, vorher haben wir ein ziemlich krasses Match gesehen, fast fehlerfrei von Christian Reimering. Richtig? Ja, der hat sehr, sehr gut gespielt, ja. Und das hast du ja auch kommentiert. Ich habe gar nicht, ich habe noch Auszüge gesehen. Ich bin kurz mittendrin eingestiegen. Mhm. Und ja, der hat nicht mehr viele Fehler gemacht, seit ich dann mitkommentiert habe. Und jetzt haben wir hier auch einen meiner Lieblingsspieler, Christian Brehme, kenne ich natürlich schon, seit er so klein ist. Und immer schön ihm zuzuschauen, wenn er am Tisch ist. Neigt auch eher so mehr so auf Unterhaltung ein bisschen zu gehen und für den großen Ball zu gehen, wenn sich dann doch, natürlich spielt er auch safe und Sicherheit und dergleichen, aber wenn dann mal so ein Ding liegt, dann kann man auch nicht widerstehen und er versucht irgendwas hervorzuzaubern. Ne? Ja, ist für die Zuschauer natürlich optimal. Mhm. Hoffen wir mal, dass wir ein, zwei von den Bällen sehen. Kommt da aus Heidelberg, also in der Nähe meiner alten Heimat, Mannheim. Und hier sehen wir ihn schon in Aktion, Christian Brehme. Schon mal einen guten Einstieg auf jeden Fall. Spielt in der Bundesliga für den BSF Kurpfalz. Schon seit Ewigkeiten. Seit vielen Jahren, ja. Seit er sie als Jugendspieler noch selbst in die zweite Bundesliga hochgeschossen hat. Indem er damals das entscheidende Match gegen Antonio Gabica von den Philippinen gewonnen hat. Tatsächlich? Ja. Das wusste ich gar nicht. Und das als Jugendspieler. Und es war das wirklich ein entscheidende Match und es war ein krasser Ball, den er da zum Sieg rausgelassen hat. Das ist natürlich geil, ne? Ja. Und egal wie es spielerisch aussieht, aber wenn er am Tisch ist, würde ich sagen, ist er modisch auf jeden Fall immer ganz weit vorne. Warte, ich muss mal gucken, was er anhat. Sieht top aus. Sockenfarbe sogar perfekt, abgestimmt mit Gürtel. Hast du schon geguckt, die Socken? Ja. Da sehen wir. Also Billard nicht nur für Fachsponsoren interessant, sondern auch für die Modebranche. Die könnte sich hier eventuell mal einsteigen und entsprechende Akzente setzen. Denn da ist durchaus noch Luft nach oben bei einigen Leuten, oder? Ja, ist immer Luft nach oben bei einigen. Warst du denn mit meinem Outfit zufrieden, oder? Das war nicht Gegenstand der Diskussion. Außerdem kann man bei Schwarz nicht viel falsch machen. Das stimmt, ja. So, 1-0 Führung für Christian. Und Efren wollte schon einpacken, ja, und nach der Partie und Feierabend machen. Und dann wurde er gefragt, noch eine Partie? Oh ja. Ja, es ist also schön zu sehen, dass er trotz seinem hohen Alter immer noch so viel Spielfreude hat. Ne? Ja. Das macht ihm wirklich richtig Spaß, das sieht man ihm auch an. Genau. Und besonders reizvoll sind für ihn auch Situationen, die er vielleicht noch nicht gesehen hat. Du kannst dir vorstellen, wie selten das ist dann. Das, denke ich, kommt sehr selten vorher, dass er Situationen noch nicht gesehen hat. Er hat ja mal gesagt, dass er sehr gerne bei blutigen Anfängern zuschaut, weil die Stöße, die er bei guten Spielern sieht, die kennt er die ja. Die kennt er alle schon, ne? Aber ja, die Anfänger machen manchmal welche, die kennt er noch nicht. Ja, das habe ich auch schon mal gehört. Ja. Irgendwie mal draufhauen oder so, dann passieren komische Sachen und die versucht er dann, wenn es möglich ist, irgendwie auch mal nachzustellen. Ui, da hat er einen Ball mal klappern lassen. Wird er nicht langsam müde werden heute? Das ist schon der zweite Fehler, ne? Bei 0-0 hat er den Bogenball versucht, der hat nicht funktioniert. Mhm. Das ist wieder ein einfacher Einsteiger von Christian.
Und ich muss sagen, wenn ich hier so den Stand, ja, der Süßigkeitenbox sehe, dann ist da schon ein ganz schön was passiert in den letzten 2 Stunden, muss ich sagen. Ja, ich weiß ja nicht, wer da kommentiert hat und sich an den Gummibärchen vergangen hat. So, und da hat er sich selbst ein kleines Safe gelegt. Hat er sich zu weit gestellt auf die 2. Aus der Position, auch schwer zu erreichen, dass man irgendwie was jumpen könnte. Also. Ja, Vorwand ja auch unangenehm, ne? Kann nur über die kurze, Jump, ne, er hat den Jump dabei, er kommt da also hin. Okay. Kleiner Armausleger noch vorher. Naja, kommt schon hin. Ja, mit der Zehenspitze noch am Boden. Das sehen wir nicht aus der Perspektive. Oh. Ja, das ist natürlich nicht optimal gelaufen. Es mangelte am Jump beim Jump. Er ist abgerutscht, glaube ich, oder? Kann sein, aber er ist auch nicht wirklich richtig hingekommen. Dann musste man ihn wieder so blöd strecken und dann hat man wieder nur so einen flachen Winkel. Ja. Was mich wundert, dass Efren sich fast nie an diesem an der Magic Rack Folie stört. Das hat mich auch gewundert, ja. Der lässt sie immer liegen, der lässt vollkommen immer liegen, wurscht. Ja. Das hat mich auch gewundert vorhin gegen mich in dem Match. Der hatte sich auch. Da waren schon ein paar Situationen, wo er wirklich dann drüber oder genau dorthin gespielt hat. Da lege ich sie normal auch schon weg, aber der hat ihn überhaupt nicht gestört. Also. Mhm. So, am Nachbartisch haben wir auch ein interessantes Match noch zwischen Francisco Bustamante und Kevin Schiller. Kevin Schiller ist der Shootingstar aus Baden-Württemberg, der 15, vielleicht 16 Jahre jetzt alt ist. Spielt schon ein sehr gutes Bild. Absolut konkurrenzfähig bei den Herren auch. Ja, absolut. Sehr, sehr offensiv stark. Okay, die hat der Efren auch noch gut rumgekriegt. Ja, ein bisschen kurz war, aber sollte noch machbar sein. Ja, da bevorzugt man halt auch das Mittelloch, selbst wenn der Weg weiter ist für die Weiße. Aber mit dem Stopper lang wäre die Weiße auf jeden Fall immer so nah an der Bande. Ne? Ja. Und damit der Ausgleich in unserem Satz auf 7 Gewinnspiele diesmal. Und heute ist noch viel Arbeit für einige Akteure, haben die meisten haben 4 bis 5 Matches gespielt, also es werden noch im Laufe des Turniers, müssen die meisten Spieler noch 2 bis 3 Matches spielen, bevor sie ihr Feierabend machen können. Ja, wird doch noch gut spät, ne? Ist schon 11 Uhr jetzt. Wie sind denn so die Zwischenstände? Haben wir die schon mal uns genauer angeschaut? Vielleicht muss man die auch mal... Also ich sehe in den verschiedenen Gruppen einmal Kevin Schiller ganz vorne, er hat 5-mal gewonnen von 5 Spielen. Bustamante hat 4-mal gewonnen von 4 Spielen gegen den Spieler gerade, also einer von beiden wird wohl erst sein erstes verlorenes Spiel jetzt bringen. Alles andere würde mich wundern, ja. Andreas Raschkowski ganz vorne, 5 von 5. In der einen Gruppe, in der anderen Antonio Benevenuto, 4 von 4. Und Cristiano Jagan, auch 4 von 4. Ja. Und dann haben wir noch die Gruppe... André Obst, 4 von 4. Und Marco Dornburg, 4 von 4. Marco Dornburg, auch ein junger Spieler aus Baden-Württemberg. Und dann haben wir noch... Die Gruppe mit Tony Drago, der führt in seiner Gruppe mit 5 von 6 gewonnenen Spielen.
vor Evangelos Wetters, der 4 von 5 gewonnen hat. Und in der letzten Gruppe ist der Christoph Spall, der mir gar nichts sagt, vorne mit 4 von 4 Spielen. Sagt mir auch nichts. Interessant. Vor Carmine Nanula und Ruben Frick und Stefan Nölle. Gruppe, ja. Ich glaube aber, er hat sein erstes Match verloren, weil er nicht da war. Kann das sein? Das habe ich nicht mitbekommen, weiß ich nicht. So, kommen wir zurück zu unserem Match. Ich sehe hier gerade eine kleine Herausforderung für den Christian. Ja, der Efren hat gerade die 2 über Bande ins Mittelloch verschossen. Und hat so eine halbe Safe liegen gelassen trotzdem. Und er wird es wahrscheinlich kompromisslos angehen, aber mit dem Winkel, den er hat, besteht auch die Gefahr, dass die Weiße, wenn er sie ziehen würde, in die Mitteltasche gehen würde. So versucht er jetzt offensichtlich einen Nachlauf. Dann müssen wir mal einen auspacken. Da ist aber mein lieber Mann, ja. Ja, der war fest genug. Fest genug war, ja. Und? Feiner hätte er noch die 6 erwischt, dann würde wieder das Prinzip gelten, je mehr Roll, desto Chance. Ach ja, Quatsch, ich bin ja 9 Ball, ich war gerade bei 10 Ball noch. Ja. Hier kann man auch mal Undercover einen rauslassen, ne? Ja, ich hätte vielleicht... Vielleicht bei der 4 zur 5 nochmal eine kleine Hoffnung, weil es ein bisschen zu eng zu manövrieren. Man könnte fast auf die Kombi auch stellen, ne? Ja. Ist wahrscheinlich sogar einfacher als die Stellung. Ne, er guckt sich schon an, wo die Weiße hin muss für die 5. Ja, ist immer ein sehr kommentatorenfreundliches Verhalten. Ja, der Efren macht es ganz gern, dass er mit dem Kö hinzeigt, wo die Weiße hin soll, wo die Kugel hinkommt. Das macht er eigentlich die ganze Zeit, besonders wenn er sich wieder irgendwas Kreatives überlegt. Da ist er viel am rum manövrieren mit dem Kö. Hier kommt sie, die Kombi zum 2-1. Ja, wie kommt's, dass du kurzfristig hier mit dem Robert hergefahren bist? Ich liege ja quasi auf derselben Strecke, liege auf dem Weg für den Robert. Ich hatte ja eh geplant, heute zu kommen schon, obwohl ich Samstag erst spielen muss, aber ja, der Robert hat mich dann vor 2 Tagen haben wir kurz telefoniert. Nee, Quatsch, stimmt gar nicht. Also am Geburtstag von der Woche habe ich angerufen. Dann hat er mir erzählt, dass er auch nach Darmstadt fährt und dann ja, haben wir uns zusammen telefoniert und sind zusammengefahren. Genau, und Robert Windel aus Salzburg, Inhaber vom Kugelrund und CEO von Check Billiard, die hier den Event ein wenig mitsponsern. Wie steht er denn in seiner Gruppe, weiß man das? Ich habe nur vorhin mitbekommen, da sehe ich ihn. Er ist, gegen Andreas Schoskopf, an 6. Stelle, das ist natürlich wenig aussichtsreich. Ja, 2 von 4 Partien hat er gewonnen. Da muss er noch ein bisschen drauflegen, der Robert. Er hat mir erzählt, er ist seit langem mal wieder total motiviert, Billard zu spielen. Spielt er sehr wenig, der Robert, auch gar keine Turniere, aber hat mal wieder richtig Lust gehabt, hat sich richtig drauf gefreut, als wir hergefahren sind. So, 2-1 sehe ich den Spielstand auch drüben bei Bustamante, zugunsten von Bustamante. Ja, ist ein bestimmt ein enges Match bei den beiden. Ne? Da geht es um die Führung in der Gruppe. Ja. Vielleicht um den Gruppensieg sogar. Jetzt sehe ich gerade den Kevin am Tisch. Hier beim Christian, wenn er jetzt mit Laufefee arbeiten wollte, dann besteht überall, auch egal ob tief rechts oder hoch links, besteht überall Gefahr, irgendwie hängen zu bleiben. Ne? Ja, deswegen. Also wenn er hoch links geht, dann muss er wahnsinnig viel Effee, dass er gerade an der 3 vorbeikommt und Ich glaube, ich würde ihn ja, fast tief spielen und versuchen, zwischen der 3 und 4 irgendwie durchzukommen und denn wenn über die Bälle da. Denn wenn er mit tief links, wir sehen ja in dem Winkel, so wie sie liegen, selbst wenn er sich streift, kann so viel nicht passieren. Ja. Und das macht er auch. Einfach tief darüber rechts. Zu 5 irgendwo die Weiße, dann hat er ja. Auf jeden Fall mal eine Sicht auf die 2.
Das war der schlechtestmögliche Ausgang, glaube ich. Das kann gut sein, ja. Die drei von unten zu treffen. Nee, was war das? Einer von da, auf jeden Fall hat er so unten getroffen und deswegen und ist er auf die Seite. Ja. War schon ein bisschen unglücklich auf jeden Fall. Aber ich glaube, seht ihr die zwei vielleicht sogar noch? Nee, nicht ganz, oder? Doch. Abgerutscht. Zumindest habe ich das Geräusch gehört. Hatte ich mir auch gedacht, ja, aber er hat ihn schon relativ sauber noch getroffen, glaube ich. Das war nicht glücklich, natürlich. Nun, Efren hat, glaube ich, auch mal Bankpool bei Derby City gewonnen, von daher. Ich glaube schon des Öfteren, ja. Er hat schon alles da gewonnen. Ja. Das war jetzt nicht sein bester Banker. Ja, vielleicht wollte er, bei ihm weiß er nie, aber vielleicht mit Absicht nicht genau noch. Vielleicht brauchst du ein paar, er hustet ab und zu und stellt das Mikro ab und zu aus. Vielleicht brauchst du ein paar Süßigkeiten, um den Hals zu holen. Ich glaube, keine Süßigkeiten mehr. Ich bin schon fleißig am Wasser trinken. Ein Tee wäre nicht schlecht. Ein Tee, ja. Ich finde auch meine, die... Wieso bringt uns keiner einen Tee? Von der... Die Teeversorgung hier ist nicht sichergestellt, muss ich sagen, ja? Das ist ein großes Manko für den Ralf. Ja. Und zu dieser Stunde auch die Prosecco-Versorgung. Lässt zu wünschen übrig, muss ich sagen. Immerhin hast du eine Flasche Wasser da. Ich habe eine Flasche Wasser, meine Damen und Herren. Was sagen Sie dazu? Und aber nicht nur Wasser, es ist auch noch still. Auch noch ich habe nichts gegen stilles Wasser, aber du scheinst nicht begeistert zu sein. Stilles Wasser. Was ist das denn? Hier der Safe. Gelingt er? Oder bleibt die Gasse offen? Nee, gelingt. Nee, gelingt. Also einen Jump macht er jetzt bestimmt nicht. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Hat der Efren überhaupt einen Jumper? Das ist eine gute Frage. Hat der Efren überhaupt einen Jumper? Weil die meisten Sachen, wie du schon gemerkt hast, liegt da seine große Stärke in diesen Resaves, sein sicheres Vorwandenspiel. Die Frage muss wahrscheinlich lauten, braucht der Efren überhaupt einen Jumper? Braucht der Efren überhaupt einen Jumper? Ich glaube ganz selten. Wahrscheinlich nimmt er erst gar keinen mit. Und wenn er überhaupt mal einen braucht, dann leiht er ihn sich irgendwie beim Nachbartisch oder ja, so. Ja, das ist, spart man sich ein Geld. So. Hat er vielleicht eine Lücke zwischen 5 und 3, dass er an die kurze Bande zuerst kommt? Ja, oder er sieht vielleicht ein Stückchen dünn von der 3 direkt? Nee, kurze Bande. Ja. Und hier ist er. Der war gar nicht so schlecht wieder. Das ist ja schon... Das macht jetzt überhaupt keinen Spaß, im Safe zu legen. Ne? Da kommt immer irgendwas zurück, mit dem man gar nichts anfangen kann. Ja, aber gerade deswegen macht es doch manchmal Spaß, Safe gegen ihn zu legen, weil man sehen will, was da jetzt kommt. Man will lernen dabei. Das mir jetzt nicht so viel Spaß gemacht. Ja. Also mich interessiert das schon. Ich habe mich immer gefreut, wenn du Safe gespielt hast, weil ich dann immer ganz gespannt war, oh, was kommt jetzt? Klar, ja, das muss man schon sagen. Es macht schon Spaß, wenn man dann sieht, was er für Ideen hat und wie er die dann auch, wie perfekt er die teilweise umsetzt. Aber ja, als Gegner ist es natürlich nicht angenehm, wenn man sich das die ganze Zeit anschauen muss. So, was kann jetzt Gutes für Christian passieren? Auf der rechten Seite von seiner Seite treffen, dann geht die Weiße hoch. Und zweimal getroffen und Weiß hinter 9. Mit voller Absicht. Das könnte einer vom Efren gewesen sein. Das könnte dann einer nur vom Efren gewesen sein. Da würde ich mir jetzt nicht erlauben, irgendwie was zu kritisieren. Nee, hat ein bisschen Glück gehabt jetzt mit dem Treffen. Wollte bestimmt auf der unteren Seite treffen, dass die Weiße irgendwie unten bleibt und die 3 nach oben, aber... Oh, der war fast zu weit. Die müsste er sehen, die 3, oder? Da bin ich mir nicht so sicher. Mal gespannt. Ich glaube fast, dass er den sehen müsste. Es reicht ja ganz dünn, dann kann er ihn reinschießen. Sieht so aus, ne? Ja. Wenn er wirklich so dünn ist, wie du sagst, könnte die Weiße auch über 4 Banden es wieder schaffen,
Nee, so gut hat er ihn gesehen. Ja, perfekt. Ich dachte, er bräuchte noch viel mehr Tempo und dann wären 4 Banden fällig gewesen oder so. Ja. Aber es ist oft so, dass man dünne Bälle werden viel zu oft zu fest gespielt auch. Ne? Man glaubt gar nicht, wie leicht man die manchmal spielen kann. Das stimmt allerdings, ja. Und denn wenn man sie zu fest spielt, was ja viele ganz unbewusst denken, denkt man, der muss so fest gespielt werden, weil er so dünn ist. Aber man verliert so viel Kontrolle dabei. Ja. Da ist der Effort nämlich ein gutes Beispiel. Der ist wirklich ein Spezialist in so ganz dünnen Bällen, die mit Konterfehlern die Weiße zu bremsen und solche Sachen. Da sieht man wirklich, wie leicht man die eigentlich spielen kann, die dünnen Bälle. Mhm. Da drüben ist gerade gute Unterhaltung angesagt in dem Match zwischen Bustamante und Kevin. Gute Stimmung bei den Zuschauern. Ja. Spielstand ist mir noch schleierhaft. Der Spielstand ist 3-2 für den Francesco. Okay. So, und die 6 ist auch kein geschenkter Ball. Ja, war gut. Das erinnert mich übrigens an den Mörderball, den du, nachdem du da so weit zurücklagst, den du da plötzlich rausgelassen hast, so dünn in die Ecke, wo du nur so knapp an der Kugel da vorbeigekommen bist. Ja, ich weiß, welchen du meinst. Ja, der hat richtig, da warst du kurz davor, dem gesamten Match eine Trendwende zu geben. Ja. Ja, da war ich 6-3 zurück und dann stand es auf einmal 6-6. Und im Normalfall ja auch 7-6, wenn ich nicht die einfachste 8 des Jahrhunderts verschossen hätte. Die einfachste 8 des Jahrhunderts, ja genau. Ja. Also einfacher habe ich noch nicht gesehen. Und was war das Phänomen da? Eine Erdplattenverschiebung oder könnte sein, eventuell Sonnenflecken? Oder? Also alles auf einmal, glaube ich, ist sonst eins der Phänomene hätte immer noch nicht gereicht, dass ich verschieße. Also. Was haben wir da für eine Einblendung? Checkbilliard.com. Was ist das? Was könnte das sein? Was könnte das denn sein? Ich glaube, der Ralf hat da den einen oder anderen Einblick bei Jack Billy. Erklär doch mal, was das ist. Na, dann würde ich ja... Oh, jetzt ist ihm die Weiß abgegangen. Würde ich ja... Wäre der Vorwurf da, dass ich meine Kommentatorentätigkeit hier ausnutze, um die eigene App zu bewerben. Heißt auf Deutsch übersetzt, Tobi macht Todes, weil ich habe keine Lust, das zu erzählen. Ja. Gut, dann. Nee, Quatsch. Also Check Billiard, wissen wahrscheinlich die meisten der Zuschauer eh, das ist eine Billiard-Trainings-App und der Ralf ist ja auch Mitbegründer von Check Billiard. Kann ich ihm nur empfehlen, also wenn ich trainieren würde, dann würde ich das auf jeden Fall benutzen. Das ist eine gute Formulierung, wenn ich trainieren würde. Ja, leider kommt das Training bei mir. Du bist immer noch sehr stark eingebunden mit dem Studium. Nee. Oder was steht an bei dir gerade? Bei mir steht, ich habe jetzt gearbeitet bis Weihnachten und werde zum Sommersemester wieder weiter studieren, also ab März, April. Und jetzt als nächstes steht an, längerer USA-Aufenthalt. Ja, richtig, ich habe schon gehört, dass du auch zur Derby City kommst. Da sehen wir uns ja dann wieder. Und was heißt längerer USA-Aufenthalt? Was hast du da noch alles? Ich werde nach den Derby City Classics mit zu meinem guten Kumpel nach Los Angeles an die Westküste fliegen und werde dann da noch ein paar Wochen bleiben. Vielleicht auch ein bisschen Billard spielen und mal gucken. Ja, und dann ab, wie gesagt, März, April wieder studieren. Du bist auch wieder bei den Derby City Classics vor Ort? Ja, ich habe jetzt glaube ich 2 oder 3-mal habe ich sie verpasst. Weil ich da hier am Nebentisch gewinnt gerade Bustamante gegen Kevin Schiller. Ja, verpasst 2-3-mal jetzt, weil ja, da war jedes Mal irgendwie ein lukrativer Auftrag an der Stelle. Letztes Jahr war Singapur, aber ich 3 Monate hatte ich da zu tun. Lange Zeit dort. Und das Jahr davor weiß ich gar nicht, was mich da abgehalten hat, sozusagen. Ansonsten schaue ich
gehe ich da immer gerne hin, weil da ist viel geboten, viel Abwechslung. Das habe ich schon gehört, ja. Ich freue mich auch schon sehr. Ich bin das erste Mal dort dieses Jahr. Ich wollte letztes Jahr schon, hat dann leider nicht geklappt, kurzfristig. Aber dieses Jahr auf jeden Fall. Und ja, wie gesagt, freue mich schon sehr. Immer gespannt auf die Action dort. Ja, eine andere Welt wird sich da auftun noch. Ja, mit Sicherheit. So, wie sieht's denn aus? Die Kombi kann man von hier schwer beurteilen, ob die eigentlich geht. Ja, geht. Also, so. Oh, und gleich die neuen gelöst. Und die gleich mitlösen. Und sich sozusagen mit dieser Position begnügen, das ist schon... Na ja, gut, wenn jetzt die 6 nicht da wäre, dann wäre es ja schon einigermaßen okay, ne? Wenn man keinen Übergreifer hat. Aber dass er überhaupt da versucht zu lösen, ein bisschen kurios. Da würde ich nicht drauf kommen. Nee, ja. Ich auch nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob es notwendig war. Habe ich jetzt gar nicht geguckt vor einem Stoß. Ja, weil wir hätten ja noch die anderen Kugeln betrachten können, an welcher Stelle eine Gelegenheit gewesen wäre. Ja, da gibt es mal zwei Vollmann. Ja, ja, das ist halt das Schlimme. Er hat den Ball jetzt natürlich reingeschossen. Das Schlimme ist halt, hätte er nicht reingeschossen, dann wäre er irgendwann die lange Bande und unten im Safe liegen geblieben. Genau. Das ist wirklich Wahnsinn. Da muss er auch schon selber lachen. Heute hat schon einiges funktioniert bei ihm, muss man auch sagen. Sehr schön zum Anschauen gewesen. Einige Stöße. Super. Oh, 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 oh. Ja. Und ich schätze mal, er hätte nicht so gespielt, wenn die 4 nicht noch knapp an der 7 vorbeiginge. Davon kann man ausgehen, ja. Locker noch vorbei. Der Winkel ist aber jetzt nicht der beste. Nö. Ich sag jetzt mal ganz frech, er schießt jetzt die 6 und die 9 rein. Er lässt auf jeden Fall mal die... Nee, die spielt tief. Also sonst wäre ich auch davon ausgegangen, dass er die Weiße an der 9 abperlen lässt. Ja. Wie perfekt der Ball schon wieder war. Ja. Ja, das ist schön. Everett in Spiellaune. Ist schön anzuschauen, ne? Mhm. Ja, das war mal wieder so eine Partie für die Zuschauer auf jeden Fall. Und wir nähern uns Mitternacht sozusagen und ja, da lichten sich auch langsam die härtesten Reihen. Ja, die Zuschauer werden schon ein bisschen weniger. Aber so viele tolle Stöße, wie man an einem Tag hier zu sehen bekommen hat, das ist echt selten. Also ich muss ehrlich sagen, ich könnte gar nicht aufhören, dem Efren zuzuschauen. Solange der spielt, werde ich auf jeden Fall da sitzen bleiben auf der Tribüne. Ich muss ehrlich sagen, ich verstehe nicht, warum die Leute da nach Hause gehen, weil den sieht man ja doch nicht so oft live, besonders hier in Deutschland. Aber gut, muss natürlich jeder selbst wissen. Es ist oft so, dass diese zwei Kugeln da, hier jetzt in diesem Fall die 4 und 9, und ansonsten ist es halt irgendeine Kugel und die 9, ja, die an dieser Stelle oft zusammen liegen bleiben. Meinst du, er spielt die Kombi? Ja. Ja. Könnte man jetzt auch 4 Banden safe spielen, ne? Die 2 über 4 Banden runter unter die 6 irgendwo. Egal was er macht, es sieht wieder aus wie. Es sieht dann wieder aus wie. Wie gewollt. Wie ganz leicht, ne? Ja, das ist schon. Schon beeindruckend. Ja, die hat sich nochmal ein bisschen überlegt, die 8, aber ist dann doch gefallen. Ja, ah, er nutzt aber auch immer minimales Speed, nicht mehr wie nötig. Ja, das und, stimmt. Und er nutzt dann natürlich auch die Tasche entsprechend aus. Ja. Viele andere, ja. Wenn sie ein Kombi spielen, wollen sie, ja, wenn er verfehlt ist, soll er irgendwie, was weiß ich, wie liegen bleiben und spielen eher fest oder ja, so. Ja. Ne? Und dann wird die Tasche auch kleiner. Und die Genauigkeit lässt nach. Ja. Ne? Einmal kannst du ja die grundlegende Übung gerade rauf und runter spielen, die Weiße. Oh. Da hat er mal einen verschossen. Ja, einen relativ eigentlich. Da lacht er auch schon und kratzt sich am Kopf. Ja. Braucht man eine kleine Nackenmassage oder so. Ist ja auch manchmal so, dass es, wenn man älter wird, man verliert ja jetzt nicht wirklich die totale Fähigkeit, es sei denn, das Augenlicht oder so lässt nach oder sonst. Aber man verliert, das Erste, was man oft verliert, ist die Ausdauer. Hm? Ja, absolut. Ja. Ist bestimmt nicht einfach, in dem Alter noch so gut und vor allem so lange am Stück gut Billard zu spielen.
Es geht ja doch dann irgendwo an die Substanz, wenn man sich so lange, über einen so langen Zeitraum konzentrieren muss. Oh, das war ein Katastrophenstoß von Christian. Er war erst sehr unglücklich mit der Stellung, dass er noch die Neunen genauso tuscht, dass die Weiße unter der Sechs liegen bleiben. Und jetzt nochmal so ein ganz, ganz schlechter Safe-Versuch leider. Das sind halt Chancen, die darf man gegen den Äffel nicht auslassen. Sonst sieht es ganz, ganz dunkel aus. Zumal mir es auch besser gefallen hätte, wenn ihm das Safe gelungen wäre, weil ich dann wieder, weil wir dann wieder Gelegenheit gehabt hätten. Hätten wir wieder einen schönen Vorwandstoß gesehen. Also ich wünsche dem Christian noch viele gelungene Saves. Das ist ja das Schlimme, egal was er gemacht hat. Jetzt ist die Safe nicht gelungen, Partie verloren, wäre die Safe gelungen, vier Vorwanden Safe von Efren, Partie auch verloren. Also ganz egal, was man macht irgendwie. Solange man nicht ausschießt, hat man ein Problem. Und kein Break. Glück für Efren. Ja, sein Break ist wirklich das einzige Manko. Ne? Das ist wirklich nicht so stark. Ja, es scheint mir auch noch nicht so familiar mit die, mit, obwohl es kann nichts Unbekanntes für ihn sein. Es wird ja auch international bei der WM so gespielt. Ja, vielleicht haben sie noch die, die Kitchen Room mit drin. Ja? Mhm. Aber es ist ja kein unbekanntes Break für ihn. Ja gut, aber er war ja noch nie bekannt für ein gutes Break. Ne? Er hat natürlich immer die Fähigkeiten woanders gehabt. Und mit zunehmendem Alter wird es, denke ich, auch nicht einfacher. Mhm. Es ist eh, muss ich ehrlich sagen, beeindruckend, auf was für ein Niveau der Efren noch spielt, obwohl er schon über 60 Jahre alt ist. Also ja, das ist schon bemerkenswert. Allerdings, wenn man das so sagt, was er noch kann für sein Alter, muss man bedenken, von welchem Level ist er erst gestartet? Ja, das ist ja beängstigend, noch beängstigend. Ja, auf was für einem Level der gute Mann war. Und immer noch ist. Das ist schon krass. Man kann also nur mutmaßen, also man kennt es ja von Videoaufzeichnungen, aber und ich habe ihn ja auch schon in den frühen 90ern live gesehen. Und das, ja, ansonsten kann man nur hochrechnen, wie gut er mal gewesen sein muss. Ne? Schöner Versuch und vielleicht noch ein Safe. Nein. Wieder ein Einsteiger für Efren. Wir haben Nebentisch startet jetzt die Begegnung Roszkowski gegen Süßengut. Die sollte doch eigentlich hier stattfinden, nach diesem Match. Das, die Info hatte ich auch, aber wurde jetzt dann doch verschoben. Auf quasi den zweiten Arenatisch hier. Der sozusagen, das ist der Arenatisch ohne Worte. Genau, ohne Worte. Das beschreibt es ganz gut, ja. Ich finde, er hat so ein unglaubliches Tempogefühl, der Efren. Mit was für einer Präzision, der die Bälle manchmal da ablegt. Ich erinnere mich, das erste Mal, wo ich von ihm gehört habe, das war im Zusammenhang, da hat mir Herr Kittner von ihm erzählt, nämlich von jemandem, von einem amerikanischen guten Spieler, der jetzt noch kein Profi war, aber so auf dem Weg fast, ja, der Geschäftsmann war und auf den Philippinen geschäftlich zu tun hat und dort auch spielen war. Das hat er in einem Buch geschrieben, ich glaube Grissom war sein Name, und da hat er in dem Buch hat er schon von ein Foto auch gehabt von einem ganz jungen Efren Reyes und hat seine amerikanischen Spielerkollegen davor gewarnt, vor dem Level, was da von den Philippinen rüberkommt. Denn er hat damals schon nicht nur gegen Efren, sondern auch gegen Frauen dort, Philippinenfrauen verloren beim Billardspielen und hat ihnen erzählt, wie krass die spielen. Und er wurde ausgelacht von den amerikanischen Profis. Ja klar, man muss ja sagen, zu der Zeit waren ja die Amerikaner das Nonplusultra im Poolbillard. Ne? In den späten 70ern wurde er ausgelacht und Mitte der 80er haben sie dann einen persönlichen Besuch von Efren und Jose Perica bekommen. Ja, und wie das dann ausging, ist Geschichte. Ne? Das genau. Wissen wir alle. Ich glaube, damals hat er sich noch Cesar Morales genannt. Ne? Ist er unter einem
Pseudonym aufgetreten, der Efren. Ja, da hat er noch ein anderes Pseudonym gehabt. Cesar Morales war nicht nur eins, er hat noch ein anderes gehabt. Welches war denn das? Das andere kenne ich nicht, ich kenne nur Cesar Morales. Mhm. Wieder nichts gefallen beim Break? Nö. Das ist ein Einsteiger von Christian, aber auch eine schwere Partie. Stellung 2 auf 3 ist wieder ganz unangenehm zu spielen. Also wenn er genug Winkel da an der 1 finden kann und hinter die 6 kommt, dann hat er eigentlich safe, zumindest... wenn er hinter die 6 kommt. Nein, nicht, du weißt, wie ich meine. Natürlich, ja. Unter die 6 da in der Perspektive. Dann kommt er schon runter, ja. Dann könnte er zum Beispiel die weiße... hinter die 1, also ganz oben im Bildschirm jetzt, an die 3 legen, sodass er die 3 in dieselbe Tasche spielen kann, wo er die 1 jetzt reinspielt. Ja, soweit der Plan. Kommt oder halt jetzt auf die Stellung für die 2 an, aber die sieht ziemlich gerade aus, die 1. Ne? Da muss er schon sehr nah an das Eckloch ran. Und das macht er deswegen auch nicht, sondern zieht sie lieber. Zieht sie lieber. Aber er will ja nur ein bisschen von der Bande weg. Ah, nee, gar nicht. Er hat unten angetäuscht und oben getroffen. Hat er eine Finte gespielt. Eine Finte. Kenne ich sonst noch vom Oliver, oder? Der zielt auch immer unten an und trifft dann irgendwo. Ah, der Bustamante macht das, glaube ich, auch. Ne? Der zielt auch immer woanders an, als er dann spielt. Da gibt er immer so kurz Hoffnung und dann schießt er doch so, wie man ihn spielt. Ja. Der Efren guckt da mal rüber, wie es aussieht. Ja, weil drüben haben sie es ausgestoßen und beide liegen gleich nah an der Wande. Zwischen. Oh, vor allem sind beide sehr nah an der Wande. Und rätseln da. Weiß hat gewonnen, sagt einer. Der aber 12 Meter weg steht, muss man dazu sagen. Der 12 Meter weg steht und die stehen rechts vorne dran. Ich glaube, die Melanie ist die Siegerin jetzt, oder? Jetzt haben wir noch Stoß. Unglaublichegeschenke.de, ebenfalls Sponsor hier. Da gibt's schöne. Kennst du unglaubliche Geschenke.de? Nee, sagt mir gar nichts. Man kann ja mal mir kurz angucken hier. Was hat er denn da jetzt wieder vor? Ich glaube ein kleines Safe, weiße Press an die 8 oder so. Das Ganze möglichst noch Achso, ich habe hier keine Internetverbindung. Jetzt wollte ich mir das mal angucken, unglaubliche Geschenke.de. Aber es geht hier gerade nicht. Ist nicht mein Computer. Von daher... Cross-Double-Bank vielleicht? Oder? Ja, Cross-Bank mit Safe-Optionen, fast ein Double-Bank geworden. Ne? Auf jeden Fall irgendwie Cross. Cross war er auf jeden Fall. Ja, wahnsinnig Cross war er wieder. Ganz schön Cross war der. Der war so knusprig. Ja, der ist jetzt auch ganz schön Cross. Ja. Da muss man erstmal reinschießen. Ganz langer Ball, dünn rein. Schön gelöst. Ja, guter Ball. Sehr guter Ball. Und gleich noch ein dünner in die Mitte. Ah, der ist nicht ganz so cross. Der ist nicht ganz so cross. Ist auch so einer mit doppeltem Tempo, den man eigentlich hätte ganz sachte ziehen spielen können. Hätte man können, ja. Ne? Dann wäre die Entfernung auch nicht mehr so groß zwischen 5 und Weiße. Ja, er ist da, ich sag jetzt mal, auf Nummer sicher gegangen, dass er auf jeden Fall die 5 sieht. Mhm. War sich da wahrscheinlich ein bisschen unsicher. Da habe ich wieder so. Das ist sehr, sehr gut. Ne? Ja. Aber wenn ich das Leder so in der Großaufnahme vorhin ein bisschen gesehen habe, ich glaube, das ist schon ziemlich flach. Deswegen hört sich das jedes Mal wie so ein halbes Foul an. Da. Wenn er so einen festen Ball spielt, ja, wo er ziemlich weit außen die Weiße trifft. Wo wir gerade beim Leder sind. Ich habe übrigens vor meinem Match 10 Minuten vorher mein Leder wechseln lassen. Da sieht man das Leder, siehst du, wie abgespielt das ist? Genau so hat meins auch ausgesehen. Und kurz vor dem Match gegen Efren habe ich es dann nochmal wechseln lassen. Neu beledern lassen. Ja. Ich habe mir gedacht, falls ich verliere, dann habe ich direkt eine gute Ausrede.
Nee, Quatsch. Wichtiger ist, dass jetzt beim Turnier mal, dass ich irgendwo ordentliches Leder habe, weil es war wirklich schon sehr abgespielt. Ja, jetzt hat der Christian auf 6-3 verkürzt. Ja. Der Efren immer noch seelenruhig. Also der hat die Ruhe weg. Also ich habe noch selten jemanden gesehen, ob am oder abseits vom Billardtisch, der ist mal tiefengechillt, würde ich sagen. Der ist wirklich extrem entspannt, ja. Der weiß übrigens lustigerweise auch den Spielstand nie. Weil der steht für die Spieler nicht sichtbar irgendwo auf irgendeinem Bildschirm. Und dem ist es ja auch, glaube ich, ziemlich egal. Ich habe ihn zwischendurch mal gefragt, glaube beim Stand von 6-6, weil ich es auch nicht gesehen habe, war mir nicht mehr ganz sicher, ob 6-6 steht. Und dann hat er gesagt, yeah, maybe 6-6. Das war, aber ich glaube nicht, dass er es wusste, wie es steht. Das ist ja auch ziemlich strahl. Ich glaube, irgendjemand sagt ihm dann schon Bescheid, wenn er gewonnen hat. Wenn es vorbei ist, ja. Ich glaube, die drei Mitte. Hm? Ja. Das ist wieder so eine feine Chirurgenposition. Oder vielleicht so eine, ja doch, sieht gut aus. So ein Stoppball-Safe hinter die 7, wenn man sich ein bisschen verstellt auf die 3. Bisschen Konter, um an der 6 vorbei. Ja, ja. Bisschen perfekt einfach eingestellt. Mhm. Und auf gar keinen Fall dieses Magic Rack weglegen. Nee. Das stört dich, ne? Du kannst es gar nicht glauben, dass er das nicht weglegt. Das nervt mich total. Ich bin so ein Ordnungstyp, weißt du, so ordentlich. Was soll dieses Zeug da? Die 5 jetzt fürs gleiche Loch, oder? Geht die schon vorbei an der 6? Ja. Sonst hätte er sie, glaube ich, nicht dahingestellt. Oh, aber ein Übergreifer abgestellt. Ja? Übergreifer, ja. Das sind so die einzigen Situationen, wo man dann so ein bisschen Hoffnung hat, dass vielleicht mal was schief geht. Ja, ist ja auch im letzten. Ja, schön war er nicht. Der noch machbar ist. Vielleicht eine Bande in der Ecke, ne? Wieder so ein Crossbanker mit Safe-Optionen. Die spielt er ja ganz gern. Mein machbar ist alles für ihn, ne? Vielleicht ist er noch dünn. Gegen mich hat er auch 2-3 so ganz dünne Versuche. Ja, doch, sieht schon machbar aus. Mhm. Und die große Hafenrundfahrt. Die sind kurz. Die Hafenrundfahrt noch einen Zwischenstopp eingelegt. Also jetzt, spätestens jetzt würde ich es aber auch weglegen, dieses blöde Magic Ball Rig. Ich spiele da genau da drüber. Jetzt würde es mich aber auch wirklich stören. Aber den Efren anscheinend nicht. Oh, ein bisschen zu weit. Passt noch. Muss er noch einen dünn spielen? Und da läuft, bringt ihn die Weiße, bringt ihn direkt Richtung 9, ne? Ja, schießt vielleicht gleich beide auf einmal rein. Ja, ich glaube schon, dass er da die 9 berühren wollte, ne? Ich glaube schon, dass er da draufhauen wollte. Aber hat immer noch sich einen machbaren Ball hingestellt zum Sieg. Matchball für Efren Reyes. Und ich glaube, für Matchbälle ist er doch einer der Stärkeren. Ja, ich habe den Matchball gesehen um $500,000 bei dem Turnier in Reno. Bei der Appetit-Tour, ja. Ja, ja. Da hat er nochmal kurz innegehalten und seinen Bauch gerieben. Hat gemeint, dass er ein bisschen nervös ist. Und hat ihn dann aber total sicher reingemacht für 500.000. Vielleicht hat er sich auch noch den Bauch gerieben und sich gedacht, yummy, 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 yummy. Yummy, 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 yummy. Genau. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören und wir sind gespannt, welches Match uns als nächstes hier erwartet. Auf Wiederhören. Tschüss.